US-Präsident Joe Biden hat sich in seiner ersten Rede vor den Vereinten Nationen am Dienstag zu Diplomatie und internationaler Zusammenarbeit bekannt. Er strebe keinen neuen Kalten Krieg an, so Biden. Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigte sich bei der UNO-Generaldebatte in New York erfreut darüber. Also zunächst einmal finde ich gut, dass die USA ein klares Commitment zum Multilateralismus abgibt, zur internationalen Zusammenarbeit, auch bereit ist, die humanitäre Hilfe zu erhöhen. Zum Zweiten gab es in Richtung China eher versöhnliche Töne. Hier ist nicht Öl ins Feuer gegossen worden. Das finde ich persönlich gut, denn was wir erleben seit einiger Zeit ist natürlich ein Wettlauf zwischen den USA und China um die Vorherrschaft, um die globale Vorherrschaft. Und da eine Zuspitzung zu erfahren, das wäre für uns alle, insbesondere für uns in Europa, denkbar schlecht. Daher bin ich froh, dass es hier vom amerikanischen Präsidenten eher versöhnliche Töne gegeben hat. Kurz war auch mit dem Klimaappell von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zufrieden. Ich finde es gut, dass die Generalversammlung genutzt wird, um auch den Staaten hier ins Gewissen zu reden, was den Kampf gegen den Klimawandel betrifft. Österreich ist ein kleines Land, aber wir sind in vielen Bereichen sehr gut aufgestellt und Vorbild. Wir sind ein Land, das auf Atomstrom schon lange verzichtet. Wir sind ein Land, das bald 100% des Stroms aus erneuerbarer Energie gewinnt. Insofern sind wir Vorbild in vielen Bereichen. Aber wir müssen uns bewusst sein, nur 2 Promille der Emissionen weltweit kommen aus Österreich. Das heißt, es ist gut, dass wir vorangehen, es ist gut, dass wir ambitioniert sind, es ist gut, dass wir Vorbild sind. Aber wenn anderswo auf der Welt dieser Weg nicht mitgegangen wird, dann nutzt das alles nichts. Und daher finde ich es gut, dass der Generalsekretär der UNO hier auch einfordert, von den Staaten aktiv zu sein. Am Rande der UNO-Generaldebatte traf Kurz am Dienstag auch mit seinem australischen Amtskollegen Scott Morrison zusammen. Dabei ist unter anderem das Verhältnis zwischen den USA und China besprochen worden.